ich hatte doch noch was gefunden. Und zwar habe ich gestern ein schönes Zitat gefunden. Und das geht so. Was Essen betrifft, so sind Menschen die dümmsten Tiere auf diesem Planeten. Wir töten Milliarden von Tieren, um sie zu essen. Wir zerstören unsere Umwelt, um die Tiere zu füttern, die wir essen. Wir wenden mehr Zeit, Geld und Ressourcen auf, die Tiere zu mästen, die wir essen, als wir dafür aufwenden, Menschen zu ernähren, die an Hunger sterben. Die größte Ironie dabei ist, dass wir sie nach all dem Aufwand, sie aufzuziehen, schließlich essen und damit unsere Gesundheit ruinieren. Und statt diesen Wahnsinn zu erkennen, foltern und ermorden wir Millionen anderer Tiere, indem wir versuchen, Heilmittel für unsere Krankheiten zu finden, die überhaupt erst dadurch verursacht worden sind, dass wir Tiere essen. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken darüber gemacht, was kann man denn selber persönlich tun, außer hier auf so eine Mahnwache zu kommen. Also es ist ja so, dass die Schlachtbetriebe in Deutschland durch die EEG-Umlage subventioniert werden und somit auch jeder Veganer und tierrechtlich gesetzlich am Schlachten zwangsbeteiligt wird. Dem kann man ein bisschen entgehen, indem man sich angewöhnt, Gebrauch zu kaufen und so wenig wie möglich zu konsumieren, um die Mehrwertsteuer zu entziehen. Wer dazu ein bisschen sich mehr interessieren möchte, da kann ich nur den Steuerboykott von Rico Albrecht ans Herz legen. Den gibt es unter www.wissensmanufaktur.de. Dann kann man zum Beispiel sein Konto wechseln zu einer grünen Bank, die ausschließlich soziale und ethische Projekte finanziert. Da kann man zum Beispiel die GLS-Bank nennen. Dort kann man selbst entscheiden, welche Branchen sein Geld fließen soll. Da kann man sich zum Beispiel dafür entscheiden, dass man in soziale Projekte mitfinanziert, für Behinderteneinrichtungen, für Kinderheime oder für freie Schulen, erneuerbare Energie und nicht in die Landwirtschaft. Man kann die Produkte aus der industriellen Tierhaltung boykottieren und selber seine Ernährung umstellen und somit sein Gewissen erleichtern. Wer das nicht sofort von heute auf morgen kann, sollte sich für den Übergang kleinbäuerliche und transparente Alternativen suchen oder sich eventuell selber Hühner halten. Man kann sich Informationen über vegane Ernährungsmöglichkeiten im Internet, in allen Bioläden oder bei uns hier montags holen. Und dann kann man auch erfahren, dass eine vegane Ernährung nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern dass sie eigentlich das Leben bereichert. Seitdem wir uns zu Hause vegan ernähren, ist unser Tisch abwechslungsreicher gedeckt und da kann jeder normale gedeckte Tisch eigentlich dagegen erblassen an der Vielfalt, die es da in verschiedenen Aufstrichen gibt. Kauft nur noch vegane Kosmetik, für die keine Tierversuche durchgeführt werden. Mittlerweile führen schon gängige Drogerien wie DM und Rossmann sehr, sehr preiswerte Shampoos, Cremes, Zahnpasten. Wir können es den Kindern von heute besser vorleben und sie zum Mitgefühl und zur Achtung des Lebens erziehen. Wir können darauf achten, dass sie nicht von vornherein den Geschmack von Leberwurst als selbstverständlich empfinden und dieses niemals hinterfragen. Wir können unsere Mitmenschen informieren, sie wachrütteln und an ihr Gewissen appellieren. Wir können natürlich auch unsere Freunde einladen und einfach mal vegetarisch oder vegan kochen und ihnen damit beweisen, dass es auch anders geht. Wir können je nach Typ öffentliche Aufklärungsarbeit betreiben. Manch einer hier in Braunschweig verteilt zum Beispiel einfach nur Flyer und steckt die unter die Autoscheiben, damit die Leute da ein bisschen lesen können und mal drüber nachdenken. Man kann an Lebenshilfe spenden, wie an Hof Gutenland oder an Tierrechtsorganisationen wie unser Mädchen hier von Rettet das Huhn, um somit die Tiervermittlung und Tierrettungsaktionen zu unterstützen. Und das Wichtigste ist, schaut nicht weg, empört euch, gebt den Tieren eure Stimme, wann immer es in eurer Möglichkeit steht und lasst euch nicht von dem Spott der anderen Menschen runterziehen. Macht euch stark für jene, die nicht für sich selbst sprechen und kämpfen können. Jene Wesen, die ihr naturgegebenes Recht auf Leben nicht einfordern können. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, ich dachte, jemand sollte etwas tun, bis mir klar wurde, dass ich dieser jemand bin. Wenn wir alle danach leben, dann könnte sich die Welt echt morgen schon ändern. Danke.